Wir sind also im Treppenhaus angelangt. Und wir müssen in den vierten Stock. Ach komm, gehen wir mal nach hoch. Okay, wir gehen in den vierten Stock. Natürlich, was auch sonst. Und ehrlich gesagt bin ich bei jeder Tür, die nicht aufgeht, heilfroh. So, das ist der dritte Stock. Auch da kommen wir nicht rein. Und hier will ich gar nicht rein. Okay, vielleicht können wir später mit dem Aufzug in den nächsten Stock, in den vierten. Must be stuck somewhere. Der Elevator vor. Alter, dieses ekelhafte Kackvieh, ich hasse das. Alter. Boah, sind die ekelhaft, auch wie die laufen. Alter. Wieso spiele ich so eine Scheißspiele überhaupt? Ich weiß doch, dass es nicht gut ist für mich. Was? M. Wattfield ist nicht zu Hause. Da ist abgeschlossen und der tut auch ganz gut daran. Das ist kein Soundeffekt. Ich weine gerade leise in mich rein. Oh, Scheiße. Ich will's nicht wissen. Niemand daheim zu sein. Hätte ich mal nichts gesagt. Was ist das denn? Really old? Was ist das denn für ein Psychozimmer? Really old. Can't remember. Da liegt so ein Viech auf dem Boden, blutig. Alter! Was? Ich glaube, wir wurden eingeschlossen. Nee. Was ist das denn? Alter. Was ist das denn für ein abgefucktes Spiel, ey? Ihr scheiß Psychos, denkt euch nicht so einen Kack aus. So, jetzt lass mal durchgehen hier. 3. November, liegt irgendwer tot auf dem Bett? Come and play, komm und spiel mit mir. Das ist ja auch mein Channel-Motto übrigens. Jetzt wisst ihr warum. Collection 11, Collection 004. 28. September. Sammelt da jemand Leichen und Blutflecken oder was? 4. Januar. Collection 2. Tasted bad. Ja, es sieht auch nicht gesund aus. Might be axe or just knife. Könnte eine Axt sein oder nur ein Messer? Zu schnell, naja, vergammelt, verwest. Hat sich von der Leiche nach Hause geholt. 9. April. Der langsamste Tod am 3. Juni. Ach, das ist schön. Hatte ich früher im Kinderzimmer auch an der Wand sowas. Schöne Erinnerung. Das Viech ist weg. Okay, ach, die Notiz.
kleinen Kinder sind so niedlich. Sie sehen so süß aus. Ich möchte sie nur anfassen. Aber dann kommen diese Parkets? Rarkets? Porkats? Ich kann das nicht lesen. Aber dann kommen diese irgendwas. Darum muss ich sie töten. Ich glaube, wir sind hier in der Wohnung eines Pädopsychopathen. Und ich glaube, wir verlassen sie schnell wieder. Um einen besonderen Gegenstand zu verwenden, öffne dein Inventar mit Tab. Gut, das kennen wir ja schon. Abgeschlossen. Was ist das hier eigentlich? Das sieht so aus, als könnte man es einschlagen. Habe ich mich getäuscht? Okay, hier kommen wir. Wir müssen den Fahrstuhl wahrscheinlich irgendwie freikriegen. Ich weiß aber nicht wie. Die Wohnung haben wir eigentlich schon alle abklamüsert. Ist ja nur die eine. Und machen konnten wir dann nicht viel, ne? Okay, wir gehen nochmal ins Treppenhaus und gucken uns mal um. Boah, Alter, das Spiel. Da kommen wir gar nicht lang. Da kommen wir wieder nach oben. Alles versperrt, alles klemmt, alles abgeschlossen. Und wir haben keine Möglichkeit, irgendwie irgendwo zu entkommen. Aber vielleicht können wir über den Balkon. Ich würde gerne abspeichern. Uah. So, ich hoffe inständig, dass hier nichts mehr kommt. Pass auf, Tonband. Ich wundere mich, warum mein Saved Game da nicht auftaucht. Ich probiere mal ganz kurz was. Nee, tippen kann ich auch nichts. Naja. Und wieder raus. So, jetzt sind wir wieder oben angelangt und ich gucke mal, ob es hier irgendwo den Fahrstuhl gibt. Können wir mit dem Fahrstuhl von hier oben also auch nichts machen? Ach ja, Three Little Kiddies Playing in the Park. Ah, Kiddies heißt das. Verstehe. Drei kleine Kinder spielen im Park, sagt das erste Kind. Lass uns nach Hause gehen, bevor es dunkel wird. Die ersten beiden gehen nach Hause. Das dritte bleibt und spielt. Ganz allein. Komm her, kleines Kind. Bla bla bla. Und Neugier brachte die Katze um. Okay, ich glaube, hier oben können wir gar nichts mehr machen. Vielleicht doch und ich weiß es einfach nur nicht. Unten ist auch schön, aber ich fürchte, wir kommen da nicht runter. Was also tun? Wir haben hier nur eine einzige Wohnung. Das ist diese hier. Die des Kinderschänders. Der inzwischen tot ist. Ach, guck mal, Head and Shoulders. Na Mensch, das wird den Sebastian Vettel aber freuen. Vielleicht ist ja seine Wohnung. Weiß man ja nicht. Wir können doch bestimmt durchs Fenster. Ah, Spritze. Und ein Schlüssel. Durchs Fenster weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist.
Ich probier's lieber erstmal mit dem Schlüssel, weil bevor wir uns da irgendwo aufs Maul legen. Ach so. Da kommen wir nicht raus. Da auch nicht. Ein Apartment Key, aber für welches Apartment? Dafür nicht. Vielleicht für Herrn Watfield? Abgeschlossen von der anderen Seite. Tja, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir eigentlich nochmal nach oben. Und wer legt eigentlich Bretter zwischen den Wohnungen auf den Balkonen? Frage ich mich da. Bestimmt die Vera. Okay, waren wir hier drin? Ich weiß es nicht mehr. Sieht aber ganz nach uns aus. Ja, doch, hier waren wir schon mal. Doch, doch, sieht gut aus. Und die Frage ist natürlich, was ist hier geschehen? Nächste Tür. Ich glaube, auch hier waren wir schon mal. Ja, hier ist das Dingen. Ach, klar, waren wir hier schon mal. Orientierungssinn ist natürlich wieder top. Wie immer. Ich sehe nichts. Ist das ein Fehler? Hallo? Egal, wo ich hingucke. Hallo? Okay, wir haben einen Schlüssel. Neighbor across, was? There's a note next to it. Neighbor across. Okay, hätten wir vielleicht da mal gucken sollen. Ich glaube, wir sind hier gerade in einem Bug gelaufen. Ja, es sieht sehr buggy aus hier. Es sei denn, es passieren gleich Dinge wie zum Beispiel... Ah! Nee, keine Ahnung. Hallo? Nee, hier ist auf jeden Fall gerade gar nichts. Ich lade mal gerade. Kann ich auch sagen, was ich laden möchte? Hallo? Load Game? Er lädt, er lädt, er lädt, er lädt. Ich weiß nicht genau, was er lädt. Hallo? Ich hoffe, er ist nicht abgeschmiert. Er lädt, er lädt, er lädt, er lädt, er lädt. Oder es passiert gar nichts. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hoffe nicht, dass das Spiel abgeschmiert ist. Aber es sieht fast danach aus. Ich glaube, die Zombies haben gewonnen. Na gut, dann mache ich eben eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns wieder im nächsten Spielstand. Bis dahin, tschüss.